Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Entschuldigt erst einmal die schlechten Ton- und auch Lichtverhältnisse. Ich bin hier in meiner kleinen Kellerwerkstatt und habe euch den Kärcher K7 Hochdruckreiniger mitgebracht. Mit dem war ich heute den kompletten Tag draußen unterwegs, habe unser Carport gereinigt, die Fliesen von unserer Terrasse. Ich habe mit der Dreckfräse die Kantensteine ordentlich gereinigt. Wir hatten auch wie so ein Belag auf diesen Kantensteinen. Sah aus wie so ein Pilz, keine Ahnung, so Flecken. Ich blende euch das einfach mal ein. Und auch da bin ich mit der Dreckfräse hier rangegangen und habe das alles so ein bisschen mitgefilmt. Ja, ich blende, während ich erzähle, einfach so ein paar Schnipsel von diesen Reinigungsarbeiten ein. Zum Zweiten aber auch gegen Ende des Videos schneide ich euch noch so ein bisschen was zusammen, damit ihr seht, wie die Reinigungsleistung so im Detail war, gerade auch hier mit diesem Flächenreiniger. Aber fangen wir mal vorne an. Ich habe mich entschieden für die K7 Premium Full Control Plus Home-Variante. Schwierig. Ist die allergrößte Option, die Kärcher im Home-Bereich anbietet. Full Control. Warum? Weil hier eine Lanze mit dabei ist, die über ein elektronisches, hier seht ihr das, LCD-Panel verfügt. Und mit diesem LCD-Panel kann ich dann hingehen und kann während dem Kärcher mit Plus, Minus steuern, wie stark der Strahl sein soll, der vorne aus der Lanze rauskommt. Also das war, fand ich ganz schön. Und der K7 ist eben das größte Modell in der Serie und steht dann auch dafür gleich, dass er die größte Fördermenge pro Stunde hat. Also 600 Liter Wasser pro Stunde kann der fördern. Und er kann von 20 bis 180 Bar Druck produzieren. Ja, ist also das größte, was Kärcher anbietet. Der hat ein sattes Gewicht von 18 Kilo ohne jegliches Zubehör. Und ich glaube auch, ist er einer der ersten in dieser Serie, die dann keine Plastik- oder Alupumpe verbaut hat, sondern eine aus Messing. Und deswegen ist er eben, ja, kann er mehr Wasser fördern, hat er mehr Druck und ist deutlich stabiler, als dass die preiswerteren Varianten von Kärcher sind. Als ich das Ding ausgepackt hatte, habe ich erst einmal Folgendes gemerkt. Also hier die Premium-Variante verfügt hinten über einen Abroller. Das heißt, der Hochdruckschlauch, den könnt ihr hinten an so einer Walze aufrollen. Ich blende euch das nochmal ein. Und dann wird das einfach hier unten entsprechend eingeklickt. Und dann habe ich angefangen zu kärchen und erst einmal gemerkt, dass da nichts so wirklich passiert. Beziehungsweise ich keine Druckoptionen verändern konnte. Und dann ist mir aufgefallen, sicherlich musst du dieses Teil erst einmal mit dem Kärcher verbinden. Das läuft nämlich irgendwie per Funk. Ich mache das hier mal auf. Hier oben seht ihr das, da sind zwei kleine Batterien drin. Und wenn ihr den Kärcher dann zum ersten Mal auspackt, müsst ihr, nachdem ihr das Ding eingeschaltet habt oder aber eingesteckt habt, diese beiden Tasten hier, Plus, Minus, gemeinsam für eine längere Zeit drücken und dann suchen und finden die sich und erst dann seht ihr auch die Druckeinstellungen hier auf der Lanze. Das steht natürlich in der Bedienungsanleitung, aber wie wir Männer nun mal sind, lesen wir die nur, wenn es auch wirklich sein muss. Ja, und ihr habt hier vorne eine schöne Staumöglichkeit, um das Ganze abzustellen. Dann ist dabei in diesem Homeset einmal so eine Verlängerung hier. Ja, die habe ich auch verwendet, um wirklich dann auf dem Boden ohne gebückt zu arbeiten, mit der Dreckfräse unterwegs zu sein. Und dann habt ihr hier so eine 3-in-1 Multi-Jet-Düse. Hier seht ihr das. Ihr könnt quasi einfach hier drehen und dadurch die Möglichkeiten verändern. Eine der ersten Optionen ist Mix. Mix bedeutet, hier oben seht ihr es vielleicht, ein Reinigungsmittel dazu gemischt, das hier auch in dem Paket Home mit dabei war. Da stellt man die Flasche einfach andersrum hier rein, dann klickt die unten ein und dann, wenn ihr hier auf Mix dreht, dann fängt ihr an und mischt dieses Reinigungsmittel dazu. Das ist also hier auch eine schöne, komfortable Angelegenheit. Dann habt ihr, wenn ihr hier weiter dreht, habt ihr die Möglichkeit, einmal auf Hard zu stellen. Das ist die besagte Dreckfräse. Ja? Das heißt, da habt ihr wirklich in so einer Kreisbewegung kommt das Wasser hier vorne rausgeschossen und sorgt dafür, dass ihr wirklich die hartnäckigsten Verschmutzungen damit problemfrei entfernen könnt. Und da könnt ihr dann wieder parallel hier in der Lanze einfach hingehen und mit Plus, Minus dann auch die Druckstärke wieder auswählen. Also eine sehr schöne, komfortable Sache.
Und dann habt ihr noch die normale, ich sag mal, den normalen breit gefächerten Kärcherstrahl, so wie man den eben kennt. Und da auch da habt ihr wieder die Möglichkeit, hier über die Druckstufen zwischen Soft, Medium und Hart zu wählen. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel Holz bearbeitet oder sowas in der Richtung, dann nicht auf Hart, sonst kann man das Holz eventuell beschädigen, beziehungsweise am Carport platzt dann der Lack ab, wenn man das macht. Kann ich euch erzählen, dass das bei mir passiert ist, mal kurz. Und dann könnt ihr den Druck hier dementsprechend eben an der Lanze dann schön variieren. Ja. Entweder direkter Betrieb in der Lanze hier möglich, einfach drücken und drehen. Jetzt habt ihr das Ganze hier direkt an der Lanze dran. Oder ihr geht nochmal über das Zwischenstück dazwischen, um halt hier dann dementsprechend eine Verlängerungsmöglichkeit nochmal zu haben. Also, das ist hier wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, über die Aufwicklung hinten haben wir schon gesprochen, die, wo der Hochdruckschlauch dann sehr schön aufgewickelt wird. Hier für das Stromkabel ist leider keine Wicklermöglichkeit dabei. Das muss man also irgendwie hier dran befestigen. Dann habt ihr hier so eine Teleskopstange, um das Ding wie ein Koffer einfach zu ziehen, gepaart mit den doch recht großen Rollen. Klappt das auch wirklich hervorragend und sehr, sehr gut. Und dann hier unten einmal die Möglichkeit, seht ihr hier schon, einen ganz normalen Wasserschlauch anzuschließen. Und hier ist per Standard ein Wasserfilter auch innen drin. Das heißt, wenn ihr hier Verunreinigungen im Wasser habt, dann bleiben die darin hängen und der Kärcher sollte damit keine Probleme haben. Im Zubehör gibt es aber auch noch eine Möglichkeit, hier Wasser ansaugen zu lassen aus einer Regentonne, aus einer Zisterne oder sowas in der Richtung. Das habe ich jetzt nicht dazu gekauft. Für das ein oder zweimal im Jahr arbeite ich hier einfach mit normalem Wasser. So, dann ist in diesem Homeset dabei dieser Flächenreiniger. Der nennt sich, jetzt muss ich gerade selbst mal schauen, T450 Flächenreiniger. Das ist ein richtig großes Teil und im Prinzip sieht es so aus, ihr könnt hier wieder dieses Verlängerungsstück einfach nehmen und macht es dann hier dran. Ne? Beziehungsweise, einfach hier dran. So, und dann wird das Ganze verschraubt, beziehungsweise könnt ihr auch den Kärcher direkt hier dran montieren, also das kurze Lanzenstück. Und dann könnt ihr mit diesem Teil zum Beispiel auch Hausfassaden abkärchern. Ich habe das Ganze verwendet, seht ihr auch dann noch entsprechend, um unsere, Terrasse zu reinigen. Damit, wenn ich das mit der Lanze tue, geht das natürlich auch wunderbar. Aber das Wasser oder der Schmutz spritzt eben in alle Richtungen. Und hier bei diesem Flächenreiniger ist es sehr schön gelöst. Ihr seht, sobald da Druck drauf kommt, fängt der an und läuft hier rum, aber ist eben sehr schön durch dieses Teil geschützt. Das heißt, das Wasser kann nicht überall hinspritzen oder der Schmutz. Und das klappt auch sehr, sehr gut. Und ihr könnt hier mit einer Fußtaste zwischen der großen Fläche, die gereinigt wird, wechseln. Und wenn er hier drauf drückt, dann sprüht er nur hier vorne in der Ecke. Also man kann damit wirklich wunderbar in die Kanten irgendwo reingehen und kann da dann mit reinigen. Also das klappt auch sehr gut. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Prinzipiell, und das seht ihr ja auch dann, hat das schon gut funktioniert, aber die Effektivität ist mit dieser speziellen Dreckfräse hier nochmal eine ganz andere. Also wenn jetzt wirklich diese hartnäckigen Verschmutzungen da sind, wie diese Flechten oder dieser Pilz oder was auch immer diese Flecken da auf den Steinen verursacht hat, das ging hiermit nicht gut weg. Da musste ich wirklich mit der Dreckfräse einmal rangehen. Aber, ich sag mal so, für die normalen Verschmutzungen, Verfärbungen nach dem Winter, um die Terrasse einmal auf Vordermann zu bringen, geht das hiermit super schnell und klappt auch wirklich gut. Und ja, ihr könnt hier noch die Intensität verstellen, beziehungsweise, ihr seht das jetzt hier in dem Fall, verändert das einmal die Höhe von diesem Druckteil zum Boden. Also wenn ich hier dran drehe, seht ihr das vielleicht, fährt das mit rein und raus. Also wenn ich hier auf Hart stelle, ist das die empfohlene Einstellung für Steine und so habe ich auch meine Terrassenplatten gereinigt. Und ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit diesem Teil, aber wie gesagt, wenn ihr wirklich richtig hartnäckige Verschmutzungen habt, dann ist das sicherlich besser, mit dieser Drucklanze hier zu arbeiten.
Ich gucke gerade nochmal auf meinen schlauen Zettel. Ich glaube, ansonsten habe ich alles erwähnt. Der Motor ist wassergekühlt, das habe ich, glaube ich, vergessen. Genau, dass hier einmal Batterien drin sind und dass das beim Auspacken einmal dann miteinander verbunden werden muss über diese beiden Tasten hier, habe ich euch mitgeteilt. Genau, das allererste, was passiert ist, ich habe den Wasserhahn wohl nicht komplett aufgedreht gehabt und habe das hier entsprechend angeschlossen und habe angefangen zu kärchern. Und dann hat der, ich sag mal, 10 Sekunden gekärchert und dann hat der Motor so komische Geräusche gemacht, von wegen, als wenn er kurz warten würde, bis wieder mehr Wasser kommt. Und das war auch genau der Fall. Also ich habe den Wasserhahn nicht komplett aufgedreht gehabt, der war noch irgendwie so 2 Umdrehungen zu und dann hat das Teil nicht genügend Wasser bekommen, um den dauerhaften Druck aufrecht zu erhalten. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr genügend Wasserzulauf habt. Das heißt, wenn ihr den Gartenschlauch hier dran packt, dass das nicht so ein, ich sag mal, kleiner fingerdicker Schlauch ist, sondern schon wirklich ein ordentlicher Wasserzulauf dann auch darstellt, mit dem man auch ja ordentlich Wassermenge hier reinbekommen kann. Das hat aber dann am Ende, als ich es gemerkt habe, dass der Hahn nicht komplett aufgedreht war, dann auch sofort ja, problemfrei funktioniert. Zu guter Letzt, mein Fazit, würde ich dieses Gerät wieder kaufen. Im Übrigen, bei Amazon habe ich es gekauft. Den Link dazu packe ich euch unten nochmal in die Infobox mit rein. Klare Antwort, ja, das ist zwar einer der hochpreisigeren Kärcher, die zu erhalten sind, aber das Teil hat einfach Power ohne Ende. Das heißt, ja, das lässt einfach keine Wünsche offen. Also ich habe oft sogar den Druck ein bisschen zurückreguliert, ja, damit das nicht zu viel da rumgespritzt ist oder dass mir der Lack wegfliegt. Deswegen, also Power ohne Ende, macht einen sehr soliden Eindruck. Ich ja, bin wirklich voll und ganz mit diesem Set zufrieden. Ich würde meine Entscheidung auch wieder ganz genauso treffen. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich gehe dann direkt mit euch über zu den Eindrücken, die ich draußen sammeln konnte. Dass ihr so ein bisschen die einzelnen Funktionen der Wasserstrahlmöglichkeiten und all das dann auch nochmal seht. Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs freundliche Zusehen. Würde mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und ja, viel Spaß mit den Eindrücken.